Ich habe die Freude, bevor es dann an der Schluss, an den Schlussvortrag geht und Gilbert Fritgen wieder Sie motivieren darf, darf ich jetzt mal richtig technisch werden. Fasziniert mich insofern, als dass es so diese Stimmung, Sie kennen es vielleicht aus dem Hörsaal. Es ist entweder Montagmorgen oder Donnerstag, das ist der Tag vorm Wochenende eines Studenten, nämlich Freitag, 8:30 Uhr, Grundlagen programmieren in C. So, ungefähr so mit diesem Gefühl sind Sie jetzt, glaube ich, hier, aber keine Angst, es wird nicht so schlimm. Wir haben eine ganze Zeit jetzt gehört über konkrete Anwendungen, über konkrete Probleme und wir in der Akademie, also in der akademischen Welt, sind zum ersten Mal seit, ja, ich würde auch schon mal sagen, Jahrzehnten in einer sehr peinlichen Situation. Da ist nämlich was passiert, was wir gar nicht erklären können. Wir haben keine Theorien, wir haben keine Zeitschriften mit Impact-Faktor, wir haben keine großen Konferenzen darüber abgehalten und trotzdem gab es Bitcoin. Jetzt sind wir natürlich in der Situation, dass wir viel hinterherrennen müssen und überhaupt erstmal abstrahieren, generalisieren, erklären, spieletheoretisch, warum finanzieren Leute in solche Technologien? Oder wofür kann man eigentlich Smart Contracts und andere Blockchain-Anwendungen überhaupt brauchen? Und um Sie da mal abzuholen, würde ich gerne mal eine kurze Geschichte der Zeit oder einen Ausflug in die Zeit durchführen. Der eine oder andere hat mich vielleicht schon mal reden gehört, dann keine Angst, den Teil kennen Sie schon, die nächsten 10 Minuten werden dann anders. Stellen Sie sich vor, Sie sind 1970, ungefähr 72, 73. Den meisten von Ihnen mag das nicht ganz so schwer fallen, dem einen oder anderen vielleicht schon. Und Sie sind so eine Firma wie Xerox. Und sie stellen so ganz große Lichtdrucker her, nannte man später mal Kopierer, ganz noch später Laserdrucker. Und sie sind ein Entwickler in dieser Abteilung und sagen, oder in der Innovationsabteilung, da ist jemand mit 2 Drähten. Und sie sagen, wenn diese 2 Drähte die gesamte Welt umspannen würden, da könnten wir unsere Kopierer als Drucker nutzen. Und ihr kennt auch diese Dinger von IBM, die da bei den Chefs auf den Schreibtischen stehen und in der Buchhaltung, diese 3, die wir in unserem 100.000-Mann-Unternehmen haben und die die Verwaltung machen. Also ich glaube, Computer heißen die. Und die könnten dann darauf sogar drucken. Gut. Ich meine, das ist im Prinzip der erste Kündigungsgrund für seinen Innovationsmitarbeiter, weil der spinnt. Danach geht es ein bisschen weiter, Jahrzehnte später, 2 Jahrzehnte, stellt man ihn wieder ein, weil es gibt Handys. Und jetzt derjenige sagt wieder, Mensch, und stellt euch vor, mit diesen Handys, ne, so in ungefähr 15 Jahren, wir sind jetzt 1990, das Internet haben wir jetzt erfunden, und mit diesem Internet könnt ihr in 15 Jahren über eine Straße gehen, auf die Dinge, auf die Telefone drauf gucken und euer Netflix-Video gucken. Also erstens weiß keiner, was Netflix ist, zweitens weiß keiner, woher sie Akkus kriegen sollten, drittens, wer den Röhrenmonitor tragen soll und viertens, wo das Kabel herkommt. So, in der Zeit sind wir heute in der Blockchain. Wir reden mit der Erfahrung des Internets darüber, dass wir E-Mails über denselben Kanal schicken, wie wir telefonieren, dass wir Videos über denselben Kanal gucken, wie wir WhatsApp-Nachrichten schicken und wir reden darüber, ob es sich lohnt, Supply Chain Management über Blockchain-Technologien zu machen. Wir reden darüber, ob es sich lohnt, Medikamententracking darüber zu machen. Wofür Smart Contracts alles legal so sinnvoll sind oder nicht und ob diese Technologie überhaupt eine gute ist. Ich verspreche Ihnen, hätten wir das damals überlegt, als wir noch nicht einmal, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen noch WAP kennt. Wireless Access Protocol. Als Vorläufer des heutigen Internet Services. Wenn wir das damals überlegt hätten, würden wir heute keine E-Mail von unserem Telefon schicken. Und genau dafür sind wir Wissenschaftler jetzt gut, um mal so ein bisschen visionär einfach nicht abzuheben, sondern das Ganze mal ein bisschen von oben zusammenfassend zu betrachten. Und genau so zusammenfassend fange ich erstmal an, überhaupt zu überlegen, was ist denn eigentlich Blockchain? Weil ich bin öfter mal zu solchen Veranstaltungen eingeladen und ganz am Anfang war die Frage immer, eher so nach dem Stil, was ist denn eigentlich eine Blockchain? Okay, alles klar. Also fangen wir mal von vorne an. Da fängt man mit Bitcoin und Ethereum und alles sowas an.
danach kommen schon die Fragen bei ein bisschen reiferem Publikum. Wofür brauchen wir denn so eine Blockchain? Okay, dann kommt man schon ein bisschen ins Trudeln. Ne? Den Effekt haben sie gerade festgestellt. Und jetzt kommt die ganz spannende Frage, eigentlich wieder wie die erste, nur ein bisschen intelligenter formuliert. Was ist denn eigentlich eine Blockchain? So, und an der Stelle sind wir nämlich mal überlegen, was ist denn so eine Blockchain eigentlich? Nun ja, zunächst erstmal haben wir die ganz normale Transaktion, die in das System gesendet wird. Innerhalb dieser Transaktion wird diese schon auf Richtigkeit validiert. Danach wird sie von irgendwem zu Blöcken gebildet, also verpackt und verkettet. Diese Blöcke werden verteilt. Und wenn andere der Meinung sind, dass die gar nicht mal so falsch sind, möglicherweise sogar richtig, und da haben wir schon so einen ersten Security-Konflikt, manche Blöcke kann man aus Zeitgründen gar nicht so richtig immer überprüfen, aber das sei mal nur so eine Nebennote, haben wir dann den Konsens durch verteilte Akzeptanz. Also eine Blockchain ist eigentlich gar nicht eine Blockchain, sondern es ist ein Protokoll. Es ist ein semantisches Datensicherungsprotokoll, in dem ich Daten einen Kontext vermittle und die Daten in diesem Kontext miteinander verkette. Während wir bisher im Wesentlichen über kryptografische Kanalsicherheit gesprochen haben, bedeutet, wann immer ich einen Schlüssel zu einem Kanal habe, ist dieser rückwirkend für mich auch voll zugänglich, setzen wir jetzt ein Protokoll auf einer höheren Ebene obendrauf und sagen, wir helfen Ihnen zusätzlich zur kryptografischen Sicherheit, Ihre Daten nochmal sicherer zu machen in einem verteilten Kontext. Andere Perspektive auf Blockchain. Ja, was kann man damit machen? Es gibt eine sehr, sehr gute, sehr aktuelle Publikation, Witt Richter 2018, aus diesem Frühjahr. Die haben insgesamt über vielleicht ein bisschen fragwürdige Suchmechanismen, aber immerhin, man muss hier anfangen. Man muss hier anfangen. Das sollte man nicht immer gleich durch den Dreck ziehen. Aber sie haben durch Suchmechanismen ungefähr aus den letzten 3 Jahren 150 Publikationen gefunden. Davon haben sie nach verschiedenen Filtermechanismen 48 überbehalten. Und dabei haben sie herausgefunden, in diesen 48 Publikationen geht es immer um Bezahlung, Informationsverarbeitung, also dieser Registry Service, Transaktionshistorie, also Tracing und Tracking, Kommunikation, automatisierte Transaktionen durch das, was wir Smart Contracts nennen, der Transaktionsintermediär und der Community Manager, was man mittlerweile auch schon als Governance bezeichnen würde. So, das sind die Anwendungen, die im Moment in vielen wissenschaftlichen Publikationen mit Blockchains hinterlegt werden. Wir kümmern uns jetzt um die beiden, nämlich um die Smart Contracts und im Wesentlichen im industriellen Umfeld. Wir haben eine Studie erstellt, die sich gerade quasi so im Copy-Editing befindet, also fertig ist und noch gesetzt wird für den ZVEI. Und zusammen mit der Uni Würzburg haben wir das gemacht und haben mal untersucht, wofür lassen sich Blockchain-Szenarien recht gut einsetzen. Das hier oben sind so diese Kürzel. Es gibt, wenn ich das richtig erinnere, 10 Anwendungsszenarien der Industrie 4.0. Und es gibt so diese beiden Master-Anwendungsszenarien. Das ist die auftragsgesteuerte Produktion und die wandlungsfähige Fabrik. Bei der auftragsgesteuerten Produktion kommen von außen die Aufträge rein und man erwartet, dass die Firma alles mit diesem Auftrag produzieren kann, was ihre Maschinen so hergeben. Bei der wandlungsfähigen Fabrik ist es eher so, das Produkt sagt, ich möchte produziert werden und es schleust sich so durch die Produktion durch, wie es optimal, kostengünstig und zeitlich passt. Das sind die Master-Use-Cases und daraus lassen sich weitere dann ableiten, wie Logistik, wie Value-Based Services, SP2, Moment, das ist Intelligent Product Engineering, die anderen beiden wandlungsfähige Produkte, SP2, okay, kriege ich gerade nicht zusammen, die Abkürzung. Zumindest die vorderen sind die, die für uns von absoluter Relevanz sind. Das sind nämlich die, in denen wir festgestellt haben, dass sich in grün sehr ausgeprägt Blockchain-Eigenschaften nach dem vorherigen Muster und in grau relativ ausgeprägt wiederfinden. Und Sie sehen, wir haben halt das Tracing und Tracking. Wir haben Asset Management,
und Ausführung verteilter Anwendungen bzw. Spezialfall die Transaktion mit Rechtsbindungswillen. Und da trennen wir ganz bewusst zwischen den beiden, weil nicht jede automatisierte Anwendung hat auch den Rechtsbindungswillen. Trotzdem wieder die beiden. Und jetzt geht es eben ganz konkret um, was können wir damit machen? Tracing und Tracking, sagen wir ganz klar, manipulationssichere Produktlieferhistorie. Das sind Anwendungsfälle, zum Beispiel in der Luftfahrtindustrie. Wie kann ich sicherstellen, dass diese Teile so produziert wurde, wie sie auch produziert worden sollen, werden sollen? Wie kann ich in der Medizintechnik feststellen, welches Teil an welches Gerät, an welches Krankenhaus, zu welchem Kunden geliefert wurde? Asset Management sind im Wesentlichen Lizenzen oder Existenz- und Eigentumsnachweis. Naja, das geht halt bis hin zu Patenten. Aber ganz ehrlich, das sind legislative Maßnahmen, das werden wir nicht von heute auf übermorgen hinkriegen, dass wir das Patentamt, das europäische Patentamt auf Blockchain umstellen. Aber möglicherweise kann man ja zum Beispiel schon mal so einen Einreichemechanismus machen, dass man seinen Zeitstempel auf eine Idee kriegt und diesen nicht per Fax oder sowas hinschickt, dass der Fax-Zeitstempel, den ich selbst einstellen kann, möglicherweise mehr zählt als der eines Timing-Service einer Blockchain. Spezialfälle oder vertrauenswürdige Applikationen sind zum Beispiel gerade letztens vor dem Normungsausschuss Luftfahrttechnik gehalten die Frage, es wird in naher Zukunft verteilte Flugsicherungen geben. Es gibt nicht die Flugsicherung, die für den professionellen Luftraum zuständig ist. Wir werden eine weit höhere Anzahl von Hobbydrohnen haben, als wir Flugzeuge in der Luft haben zurzeit. Wir werden eine weit höhere Anzahl haben von professionellen Paket-Lieferservice-Drohnen in naher Zukunft, die von den normalen Aufsichtsbehörden gar nicht mehr gemanagt werden können. Wie kommunizieren die im sicheren Bereich verteilt über Europa, sodass jeder relevant alle möglichen Informationen hat? Das ist eine abgesicherte Datenkommunikation, die in einer bestimmten Reihenfolge ist und eben nicht fälschbar. Ja, der Spezialfall, wieder sichere Rechtsbindungstransaktionen, naja, Rahmenverträge mit automatisierter Vertragsabwicklung, automatische Schiedsgerichte. Im Übrigen hier haben wir noch ein ganz großes Problem. Und zwar haben wir das Problem, mindestens in Deutschland, dass Rechtsgeschäfte im Wesentlichen durch rechtlich juristisch ausgebildete Personen beraten werden müssen und dürfen und es nur ganz wenig Ausnahmefälle gibt, insbesondere aber nicht auf Softwareentwickler bezogen. Also dass ein Softwareentwickler einen Vertrag entwirft im Sinne einer Vertragsabwicklung für ein Smart Contract, ist relativ schwierig, auch juristisch. Das heißt, an dieser Stelle ist es erforderlich, dass Softwareentwickler an die Hand bekommen, einen Maßnahmen- und Prozesskatalog, der, sagen wir mal, juristisch haltbar ist, damit sie überhaupt wissen, wie denn ein Kaufvertrag zustande kommt. Und daran arbeiten wir zum Beispiel international in der ISO, dass wir jetzt nicht diesen Prozess definieren, sondern dass wir die atomaren Elemente, so nennen wir das, aus welchen Elementen bestehen eigentlich Rechtstransaktionen und wie kann man sie in Software abbilden, dass wir solche Design-Patterns entwerfen, um dann auch sagen zu können, gut, wenn du einen Vertrag so und so entwickelt hast und der in die Hose gegangen ist, dann war es zumindest nicht die technisch-handwerkliche Schuld des Softwareentwicklers, sondern dann war es tatsächlich ein Vertragsfehler. Und das sind jetzt so diese Zusammenfassung, die erste, wir haben diese Legally Binding Smart Contracts und das ist der große Teil der Prozessautomatisierung und auch hier legal, auch das eine juristisch abgeklärte Sicht, legal, wann ein Vertrag ein Legally Binding Contract ist, das entscheidet nicht der Anwalt, das entscheidet nicht der Softwareentwickler, das entscheidet im Zweifel im Nachgang ein Gericht. Und deswegen muss man da relativ vorsichtig sein, weil man einen Smart Contract auf wirklich Rechtsbindungswillen, naja, zuschreiben könnte, nicht mal möchte, weil auch das möchte, entscheidet im Zweifel man nicht selbst. Aber letztens sagt man, wenn ein Smart Contract für Massentransaktionen eingesetzt werden soll, dann sollte er schon legal sein, also juristisch abgesichert.
Wenn man mal guckt, wie so die ISO da, den Smart Contract zurzeit vorläufig, das ist alles noch Work in Progress, definiert, so sagen wir, a computer program stored in a distributed ledger system wherein the outcome of any execution of the program is recorded on the ledger. Das heißt, im Wesentlichen ist das ein Programm, das ein Ergebnis wieder in der Blockchain speichert. Und ein Smart Contract mag auch noch legal bindend sein, das ist aber völlig nebensächlich. Also da versucht man weltweit, und da hat man weltweit eigentlich schon den Konsens, dass man sagt, Smart Contract, jetzt nehme ich mal wieder das geflügelte Wort, ist weder smart noch ein Contract, sondern es ist einfach eine Anwendung und mehr nicht. Wenn wir nun diese Smart Contracts uns im Industriesegment angucken, was können wir denn damit machen? Und Sie werden sehen, es gibt immer wieder dieselben Use Cases. Also erstmal so dieser Standard-Einkaufsprozess. Ich kann mir irgendwie zurzeit, heute, nicht vorstellen, dass Siemens sich eine Maschine oder dass VW sich eine Maschine von Siemens liefern lässt und die in Bitcoin bezahlt wird. Oder in Cryptocurrencies. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also gehe ich mal davon aus, dass hier irgendwie ein separater Know Your Customer Channel ist, wo definiertes Fiat-Geld fließt, das auch einen echten gesetzlichen Zahlcharakter hat. Es gibt dann irgendwie eine Lizenz-Blockchain, dass irgendein Endkunde sich ein Ersatzteil irgendwo drucken lässt, weil, keine Ahnung, in Brasilien, in Rio beim Airbus der Flügel abgefallen ist und die Schraube nachgedruckt werden muss, weil es eben schneller geht, als wenn ich sie irgendwo liefern lasse. Das Ganze muss aber lizenziert sein, weil sicherlich nicht jeder kleine, naja, Do-it-yourself-Drucker im Hinterhof diese Schraube für den Flügel des Airbus drucken sollte. War jetzt ein bisschen überzogen, aber Sie wissen, was ich meine. Weiterhin geht es dann darum, dass wir sagen Tracking und Tracing. Wenn so ein Teil dann verbaut wurde, muss ich automatisch die Lebensakte des alten Teiles und des neuen Teiles korrigieren und, das ist Tracing und Tracking, wo sind die alten und neuen Teile hingegangen? Und dann ein Existenznachweis, das heißt, in dem Systemverbund Airbus muss dann der Airbus auch akzeptieren, dass die neue Schraube, bitteschön, die Funktion der alten auch wirklich übernehmen darf. Weil das eine ist, ob sie es kann. Das zweite ist dies überhaupt ein Teil, das getauscht werden darf? Nur weil es geht, ist es noch lange nicht legal. Auch das hier ist wiederum im Internet of Things lauter viele kleine, hunderte Geräte, die sich zusammen zu einem Systemverbund finden und sagen, wir bilden zusammen eine Blockchain. Und wenn man uns auseinanderreißt, muss der Neueindringling sich erstmal beweisen, dass er überhaupt zu uns gehören darf. Das ist zum Beispiel, sind drei aktuelle Forschungsgebiete von uns, auf denen wir tatsächlich jeweils separat unterwegs sind, um hier Blockchain als Datensicherungsprotokoll unterzubringen. Ja, das Letzte, was ich so allgemein sagen möchte, gerade für die Industrie 4.0-Freunde, das ist so dieser schöne Begriff eines Assets. Viele fragen sich, was ist ein Asset? Asset ist ganz einfach definiert, Physical Thing of Value. Also irgendwas, was Wert hat. Das ist ein Asset. Jetzt möchten wir dieses Asset gerne in unserem Industrie 4.0-Kontext antreiben und unterbringen. Das heißt, dieses Asset, das Einzige, was das Ding kann, es kann funken, meinetwegen, es hat eine Funkschnittstelle und es kann mit einer Blockchain kommunizieren, indem es einfach ganz blöd Nachrichten, immer nur so ein Ping rausschickt, hallo, ich bin da, hallo, ich lebe, hallo, ich bin da. Dieses Ping wird registriert mit der Seriennummer und dieser Smart Contract fragt in der Blockchain, in dieser Produktionsblockchain nach, weil man weiß nicht, wo das Teil eingesetzt wird, man weiß nicht, an welchem Standort, man weiß nicht, wo die Lizenzen sind. Es muss ein dezentraler Datenverbund sein, wo man anfragt, was darf dieses Teil? Und dafür wird eine sogenannte Verwaltungsschale gebaut. Nach außen hin ist diese Verwaltungsschale nichts anderes als der digitale Zwilling. Ein Begriff, den wir gerade definiert haben in DIN, wo wir sagen, ein digitaler Zwilling, ich kriege es jetzt nicht so ganz zusammen, aber ist die anwendungsbezogene Repräsentanz eines physikalischen Systems im elektronischen. Das heißt, es ist immer die Frage anwendungsbezogen. Ein digitaler Zwilling eines Thermometers kann sein ein Alarmwertgeber, wenn das Thermometer nur sagen soll, größer 0, kleiner 0. Ein digitaler Zwilling kann bei der PTB von demselben Thermometer die 75. Nachkommastelle sein.
Also es ist nicht die allgemeine Repräsentanz, sondern die anwendungsbezogene Repräsentanz. Das heißt, für den Anwendungszweck wird dem Teil eine Software übergestülpt, die aus ihm einen digitalen Zwilling macht. Und jetzt kann das Ding kommunizieren in seinem Industrieverbund und zum Beispiel sich als Produkt identifizieren. Und dieses Produkt kommuniziert mit den Robotern oder Maschinen und lässt sich dann über einen eigenen Bauplan, das es jetzt hier abfragt, durch die Produktion fahren und fertigen. Auch wieder Tracing und Tracking, Lizenzmanagement. Also wir sehen, wir kommen immer wieder auf dieselben Anwendungsfälle, die im Moment tatsächlich im industriellen Kontext für Blockchains sinnvoll sind. Und damit auch schon die vorletzte inhaltliche Folie. Wir sehen tatsächlich, also wir, das ist meine Forschergruppe, sehen die Blockchain als Teil einer Kommunikations- und Betriebssystemschicht. Die Leute, die Elektrotechnik oder verwandte Sachen studiert haben, werden das Ding ganz gut kennen. Das ist das ISO-OSI-Kommunikationsmodell, nach dem alle möglichen Funkkommunikationen heute definiert werden. Das heißt, oben ist meine Anwendung und wann immer ich irgendwie Daten raus will, brauche ich lauter Treiber, die von oben nach unten gehen und woanders beim Empfänger wieder von unten nach oben. Das macht alles schön abstrakt und austauschbar. Ja, wir können Bluetooth gegen WLAN, gegen LoRa, gegen TCP/IP, ich bringe jetzt Begriffe durcheinander, die nicht zusammenpassen, aber es macht es transparent. Wir können viele Dinge gegeneinander austauschen, die ohne sowas nicht gingen. Blockchain würden da ansetzen, wo wir heute E-Mail versenden. Da, wo wir uns beim Thunderbird nicht darüber überlegen müssen, ob wir über POP, über IMAP, über SMTP, über Bluetooth, über WLAN oder über drahtgebundene Kommunikation unsere E-Mails abholen. Sondern wir holen E-Mails ab und der Thunderbird oder der, keine Ahnung, Apple Mail oder der Outlook können das einfach. Und deswegen sagen wir, da drin gibt es einen Blockchain-Sublayer und dieses Blockchain-Sublayer macht nichts anderes als Data Security. Und zwar nicht kryptografisch, sondern durch Verkettung. Obendrauf kommt dann quasi das Application-Specific Management. Das heißt, hier sind die Anwendungen erst. Also ich baue mir hier eine Supply-Chain-Anwendung, die kriegt hier eine Konfigurationsschicht, mit der sie hier verschiedene Blockchain-Eigenschaften einstellt. Da kommen wir gleich hin. Und diese Blockchain-Eigenschaften auf 10 Rechnern dieser Welt gleich eingestellt, bilden diese Rechner eine Blockchain. Das ist der Gedanke, sie sind nicht deswegen eine Blockchain, weil sie Ethereum oder Hyperledger sind, sondern weil sie dieselbe Konfiguration ihres Systems fahren. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal als Betriebssystem anguckt, völlig unterschiedliche Sichtweisen, also die haben jetzt nichts mit rechts, links zu tun, das ist jetzt nur Zufall, sondern wenn man das mal auf ein Betriebssystem überträgt, und damit schließe ich langsam meinen Vortrag wieder, die Leute, die vorhin sich bei den 70er Jahren angesprochen gefühlt haben, werden vielleicht noch Windows 3.11 kennen. Und diese komischen Dinger, ein Student sprach mich mal drauf an, hey cool, Sie haben ja so einen 3D-Druck von diesem Speichersymbol mitgebracht. Nee, das ist eine Diskette. Aber okay, genau. Also wer diese Dinger noch kennt, ja, der weiß, dass man in Windows 3.11 die nachher reingeschoben hat, um das TCP/IP nachzuladen. Davon reden wir jetzt im Moment. Ich hoffe, in 20 Jahren nicht mehr. Jetzt reden wir davon, dass wir einfach sagen, es gibt oben die Applikation und die Anwendung, haben wir nichts mit zu tun. Es gibt so diese Blockchain-spezifischen Dinge, die sind hier so teilweise in der Mitte, aber im Wesentlichen hier unten. Zum Beispiel die Fehlererkennung, das ist das Mining, das Inconsistency-Check. Es ist eine konfigurierbare Anwendung. Das File-System kann auf dem Ledger sein, kann auf einer Disk sein, kann in der Cloud. Ich mag so diese Diskussion nicht. Machen wir das jetzt on-chain oder off-chain? Warum muss ich mich da jetzt zu entscheiden? Muss ich mir überlegen, ob ich meine Dateien auf dem USB-Stick oder, keine Ahnung, in der Cloud speichere? Muss ich nicht. Warum muss ich das bei der Blockchain? Oder welches Konsensverfahren, Proof of Work, Proof of Stake, byzantinische Fehlertoleranz oder welche 27 es da noch alle gibt. Und so denken wir in unseren Projekten Blockchain.
versuchen, Blockchain hierauf zu reduzieren, dann ist ein Teil dieser Schicht auch diese verteilte Governance. Das ist nämlich einfach ein Smart Contract, durch den man mit anderen Smart Contracts kommuniziert. Und es geht nicht rechts oder links dran vorbei, sondern durch den. Und das ist dann die Governance, die man einhalten muss. Und damit kann man auch eine Governance austauschen, indem man einen neuen Smart Contract einfach startet, wo man mit anderen kommuniziert. Und insofern lässt dieses Bild eigentlich ziemlich viel technischen Spielraum, den wir im Moment nicht haben, wenn wir sagen, hoch, wir machen mal Neo. So, und morgen, ach nö, doch lieber EOS, ach nee, übermorgen machen wir Ethereum. Nicht möglich. Hiermit schon möglicher. Und damit schließe ich, dass ich mal kurz zeige, ohne Standardisierung geht es nicht. Einfach mal so dieser Blick allein ISO TC307, das ist jetzt die Blockchain-Community in der Standardisierung. Weiter geht's, aber Blockchain ist gerade ein Hype-Thema, das sieht man auch in der Standardisierung, da machen das sehr viele. Und wenn ich mal was Neues brauche zum Standardisieren, nehme ich mir einfach Security on ... in Blockchains, dann kann ich da nochmal ein neues Gremium mit aufmachen. Und final sage ich einfach, wenn wir das Ganze in das Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 reinbringen, sollten wir Folgendes alles bedenken. Wir müssen noch ein bisschen Privacy überlegen, weil Privacy und Verteilung passt nicht so ganz. Echtzeitfähigkeiten und Latenzzeiten, wichtig, Echtzeit ist nicht schnell. Ja? Auch die Erde dreht sich in Echtzeit um die Sonne. Sie kommt nur noch 365 Tagen garantiert an. Und das Ding kann auch langsam sein. Hauptsache es macht, und zwar definiert. Klappt auch noch nicht, im Zweifel. Also es ist noch nicht wirklich passiert, aber ein Smart Contract kann liegen bleiben. Und zwar bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wenn er die ganze Zeit Crypto-Kitties bearbeitet, der Miner. Dann bleibt mein Produktions-Smart Contract liegen. Sowas muss ich lösen. Und Datenverfügbarkeit. Ich mag diesen Begriff nicht, auch wenn ich weiß, was er heißt. Blockchain ist eine verteilte Datenbank. Naja, unter Datenbank denkt man immer Terabyte, aber an nutzbaren Datenstrukturen. Und wenn man der Terabyte weltweit verteilen will in den Transaktionen, das macht keinen Spaß. Also es ist eher eine Art von Datensatzhaltung, aber nicht wirklich als Datenbank. Satellitenbilder über Blockchain zu verteilen, macht, glaube ich, keinen wirklichen Sinn. Und damit, da springe ich mal drüber weg, dass Sie nicht ganz einschlafen. Und ich danke Ihnen recht herzlich für die Aufmerksamkeit.